Mit Viren Metalle recyceln? Das klingt absurd, aber genau das wollen Forschende erreichen. Und zwar nicht an irgendwelchen Metallen, sondern an den Metallen der seltenen Erden. Aber was sind seltene Erden überhaupt und warum ist es so wichtig, sie zu recyceln? Anders als der Name vermuten lässt, seltene Erden sind weder selten noch sind es Erden. Es handelt sich dabei nämlich um 17 Metalle mit seltsamen Namen wie Thulium, Scandium, Yttrium oder Lutetium. Und diese Metalle sind für uns heute enorm wichtig geworden. Sie kommen in fast jedem elektronischen Gerät vor. Zum Beispiel in Handys, Magneten, Bildschirmen, Leuchtmitteln. Aber auch in Elektromotoren oder Wind- und Wasserkraftanlagen sind sie unverzichtbar. Ohne seltene Erden geht heute nichts mehr. Wir finden sie überall auf der Welt. Jedoch kommen sie in der Natur nur sehr weit verstreut, in geringen Konzentrationen und oft in Verbindung mit anderen Mineralien oder Erzen vor. Und sie davon zu trennen, ist nicht nur aufwendig und teuer, sondern auch extrem umweltschädlich. Um die seltenen Erden aus einem Gesteinsgemisch zu isolieren, werden in einem mehrstufigen Prozess verschiedene chemische Substanzen zugeführt. Das wäscht die seltenen Erden raus. Dabei entstehen Staub, schwefelhaltige Abgase und radioaktive Rückstände, die mit dem Abwasser in die Umwelt gelangen. Dazu kommt, dass ein Land fast ausschließlich den weltweiten Bedarf an seltenen Erden deckt: China. Durch günstige Arbeitskräfte und geringere Umweltauflagen konnte das Land den Preis von seltenen Erden so stark drücken, dass sich der Abbau für andere Länder wie die USA und Australien kaum noch lohnt. Inzwischen deckt China die weltweite Nachfrage an seltenen Erden zu 82%. Die EU importiert sogar 98% ihres Bedarfs an seltenen Erden aus China. Diese Entwicklung schafft eine problematische Monopolstellung. Schon in der Vergangenheit hat das Land immer wieder mit Exportbeschränkungen den Weltmarkt aufgerüttelt. Weil die Metalle in immer mehr Produkten stecken, steigt die Nachfrage seit Jahren an. Die EU-Kommission geht davon aus, dass sich der Verbrauch von einigen seltenen Erden bis 2050 verzehnfacht. Sie stuft deshalb seltene Erden sogar als Rohstoff mit dem höchsten Versorgungsrisiko ein und möchte unabhängiger von China werden. Ein Weg dahin soll unter anderem auch das Recycling von seltenen Erden sein. Ein Prozess, der bis jetzt aber eigentlich kaum stattfindet. Aus folgendem Grund: In elektronischen Geräten stecken meist über 50 Stoffe drin. Und die zu trennen, ist oft extrem aufwendig und kaum wirtschaftlich. An einem Beispiel wollen sich Forschende aber dem Problem stellen: an der Energiesparbirne. Sie war mal Hoffnungsträger der deutschen Umweltpolitik und hat sich inzwischen zum Problemfall entwickelt. In den Glasröhren befindet sich ein Pulvermix aus wertvollen seltenen Erden. Dieser Mix bringt die Birnen zum Leuchten. Das Problem: die Birnen enthalten auch noch hochgiftiges Quecksilber. Die Trennung der seltenen Erden von Quecksilber ist so aufwendig, dass die Energiesparlampen in der Regel überhaupt nicht recycelt werden, sondern in Fässern in alten Bergwerken landen. Am Helmholtz-Institut Freiberg wollen Forschende ein neues Verfahren entwickeln, mit dem sie die seltenen Erden herausholen können. Und hier kommt jetzt das Virus ins Spiel. Genauer, der bakteriophage M13. Bakteriophagen sind Viren, die weder Mensch, Tier oder Pflanze infizieren können, sondern nur Bakterien. Die Forschenden fokussieren sich auf eine besondere Eigenschaft von M13. Es hat nämlich an seiner Außenseite Borsten aus Proteinen. Und diese Borsten können wie Bioangeln funktionieren, mit dem sich Stoffe aus einem Gemisch herausholen lassen. Diese Bioangeln können Milliarden verschiedene Formen annehmen. Mit Hilfe genetischer Veränderungen hat die Wissenschaft eine Phagenbibliothek erschaffen und jeder Phage hat seinen eigenen, hochspezifischen Haken, an dem dann die seltene Erde hängen könnte. Aber der richtige Haken, die richtige M13-Mutante, muss erst gefunden werden. Dafür mischen Forschende eine der seltenen Erden mit der kompletten M13-Phagenbibliothek. Sie besteht aus Milliarden verschiedener Mutanten. Diejenige M13-Mutante, die das passende Oberflächenprotein hat, bleibt an der seltenen Erde hängen und lässt sich zusammen mit ihr abtrennen. Ist M13 identifiziert, lässt sich in dessen Erbgut ablesen, wie die Angel für die seltene Erde aussehen muss. Das ist dann der Bauplan für die Produktion der Bioangel. Ob die
die Anwendung auch im größeren Maßstab funktioniert, ist unsicher. Eine magnetische Substanz soll den Durchbruch bringen. Das Phagenprotein heftet sich mit seinem Angelgriff an kleinste magnetische Kügelchen. Der Angelhaken ist dann einsatzbereit. Und so entstehen unzählige Magneten, die mit Stacheln aus M13-Bioangeln übersät sind. Das soll die Effizienz des Verfahrens steigern. Das Leuchtpulver aus den Energiesparlampen wird mit einer spezifischen Bioangel und den Magnetkügelchen zusammengemischt. Wenn die seltene Erde an den Haken geht, war das Experiment erfolgreich. Ein Magnet zieht dann die Magnetkügelchen mit den Bioangeln an. Daran hängen auch die seltenen Erden. Die Hoffnung? Wird der Magnet nun ausgeschaltet, sollte sich die seltene Erde zusammen mit den Bioangeln von dem Magneten lösen. Ob der Versuch funktioniert hat, zeigt der Test im Laser. War das Verfahren erfolgreich? Dann sollte dieses Stoffgemisch jetzt grün leuchten. Der große Ausschlag im Spektrum zeigt, die seltene Erde wurde isoliert und von dem Gemisch getrennt. Ein kleiner, erster Hoffnungsschimmer für das Recycling von seltenen Erden. Den wir brauchen, denn ihr Vorrat auf der Erde ist endlich. Kennt ihr ungewöhnliche Methoden des Recyclings? Schreibt's in die Kommentare. Und für das Plus an Wissen, lasst ein Abo da.